von komplizierten Verschlüsselungsverfahren zwischen irgendwelchen Smartphones und Google und was da alles passiert, hatten wir es eben schon. Es gibt aber auch noch andere Verschlüsselungsverfahren. Klaus Schmee, 40 Jahre alt, Kryptologe von der Uni Karlsruhe, befasst sich auch mit Verschlüsselung. Bei ihm geht es allerdings überhaupt nicht um Handys und Internet und diesen ganzen neumodischen Kram. Es geht um ein sehr, sehr altes Buch. Hört es euch an, viel Spaß, herzlichen Applaus für Klaus Schmee. Ja, guten Abend, ich hoffe, man versteht mich. Ja, ich bin also, wie gesagt, von Beruf Kryptologe. Und von daher kann es natürlich schon mal vorkommen, so auf einer Party zum Beispiel, dass ich sage, ich bin Kryptologe. Und was passiert? Auf einmal sind alle weg. Und das macht mich natürlich ein bisschen traurig, sogar sehr traurig. Ja, und darum sage ich das auch gar nicht mehr. Ich sag viel lieber, ich erforsche das Voynich-Manuskript. Ja. Aber was ist das überhaupt? Tja, das Voynich-Manuskript, was ihr hier seht, das Voynich-Manuskript ist ein Buch aus dem Mittelalter. Das Buch ist handgeschrieben und die Bilder, die da drin sind, sind alle handgemalt. Und das Buch ist ein Einzelstück, gibt es wirklich nur einmal auf der Welt. Und das Besondere an dem Buch, es ist von vorne bis hinten 230 Seiten lang in einer völlig unbekannten Schrift geschrieben. Man weiß also schlichtweg nicht, was da drin steht. Und das ist das Besondere an diesem Voynich-Manuskript. Es gibt da verschiedene Theorien oder verschiedene Möglichkeiten, was dahinter stecken könnte. Es könnte zum Beispiel sein, dass dieses Voynich-Manuskript ein ganz normales Buch mit einem normalen Text ist, aber in der Schrift geschrieben, die man heute nicht mehr kennt. Oder es könnte auch sein, dass der Schreiber des Buches gar nicht wollte, dass man dieses Buch lesen kann. Das wäre also eine Art Verschlüsselung. Oder, was natürlich auch sein kann, vielleicht hat sich da vor 500 Jahren jemand einen Scherz erlaubt und hat ein ganzes Buch 230 Seiten lang mit Unsinn gefüllt. Das soll ja vorkommen. Tja, von daher könnt ihr euch dann doch ein bisschen vorstellen, worüber ich mir in den letzten 3 Jahren den Kopf so zerbrochen habe, und zwar über, also das ist jetzt ein technischer Fehler, Entschuldigung, also ich meinte über die 3 Theorien, da habe ich die letzten 3 Jahre nachgedacht. Tja, und jetzt werde ich euch mal erklären, zu welchen Schlüssen ich da gekommen bin. Fangen wir mal vorne an. Das hier ist das Voynich-Manuskript, entstanden im 15. Jahrhundert. Der Autor des Voynich-Manuskripts ist unbekannt. Der Entstehungsort ist unbekannt. Der Inhalt ist natürlich auch unbekannt, weil man kann sie nicht lesen. Und jetzt ratet mal, was das für einen Zweck hatte, dieses Voynich-Manuskript. Unbekannt, ja, richtig. Dafür gibt es aber jetzt keinen Kinogutschein zu gewinnen. Man weiß also sehr wenig, aber eins weiß man. Das Suchtpotenzial ist sehr hoch und das Prädikat ist aus meiner Sicht ungeheuer faszinierend. Tja, und wenn ich jetzt auf einer Party bin, dann sage ich oftmals Voynich-Manuskript und zack, sind alle wieder da. So läuft das. Und manchmal fragen die Leute sogar, von woher kommt denn dieses Buch, dieses Voynich-Manuskript? Ist natürlich nicht ganz so einfach zu sagen. Man weiß es eigentlich nur seit etwa 100 Jahren. Damals wurde dieses Voynich-Manuskript, bis dahin wurde es aufbewahrt in einem italienischen Kloster. Und dort hat es ein gewisser Wilfried Voynich, das war ein Buchhändler, der hat es dort aufgespürt und seitdem heißt es Voynich-Manuskript. Dieser Voynich ist dann gestorben und auf Umwegen ist das Ganze dann bei der Beinecke Library in den USA gelandet. Und dort ist es heute noch. Und ich muss jetzt natürlich zugeben, ich bin total neidisch auf diese Beinecke Library, denn die haben das Voynich-Manuskript, ich habe es nicht. Und deshalb habe ich mir gesagt, wenn ich es schon nicht habe, dann will ich wenigstens eine Nachbildung davon haben. Zum Glück sind die ganzen Seiten von diesem Voynich-Manuskript sind im Internet alle zum Download bereitgestellt. Habe ich mir alle ausgedruckt,
hier, so sah das aus. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe jede Seite einzeln in kalten Kaffee getunkt. Das ist jetzt kein Witz, sondern dadurch kann man Papier altern lassen. Und als ich damit fertig war, habe ich das Buch gebunden und seitdem habe ich ein Wollnich-Manuskript aus, unter anderem. Tja, jetzt fragen die Leute dann auf Partys natürlich auch mal, wer hat es geschrieben? Also ich habe ja schon gesagt, eigentlich weiß man es nicht, aber ich habe da so mal meine Theorien entwickelt. Meine Theorie war erstmal, das Wollnich-Manuskript wurde von einer Frau geschrieben. Warum von einer Frau? Ein Mann hätte sich kürzer gefasst, so etwa. Oder guckt euch mal das an. Im Wollnich-Manuskript sind 140 Blumen abgebildet. Jetzt mein Ernst. Aber welcher Mann kennt 140 unterschiedliche Blumen? Kein einziger. Also ist eigentlich völlig ausgeschlossen, dass das ein Mann gemacht hat. Auf den ersten Blick. Allerdings, das Besondere, die 140 Blumen, die im Wollnich-Manuskript abgebildet sind, die gibt es überhaupt nicht. Das sind reine Fantasieprodukte. Und jetzt mein Ernst, das kann doch nur ein Mann sich ausgedacht haben. Also ein 230-seitigen Schwindel mit solchen nicht existierenden Blumen, die viel hermachen, aber in Wirklichkeit nichts sind, das kann eigentlich nur ein Mann sich ausgedacht haben. Und das hier sowieso. Das, eines der Lieblingsmotive des Wollnich-Manuskript-Autors sind nackte Frauen. Ich sage es ungern, aber es ist halt so. Und ich darf daran erinnern, dass man gewisse Seiten im Wollnich-Manuskript ausklappen kann. Ja, ich sage jetzt nicht, an welche Zeitschrift mich das erinnert. Ich sage nur, diese Zeitschrift könnte im Mittelalter etwa so ausgesehen haben. Tja, was fragen die Leute noch? Zum Beispiel, sie fragen, was steht drin? Wenn ich es wüsste, würde ich sagen, leider weiß ich es nicht. Ich kann nur sagen, diese komische Schrift, die man hier hat, die muss man eben mal untersuchen. Welche von den drei Theorien, die ich da gerade vorgestellt habe, die richtige ist? Dazu bleibt erstmal nichts anderes übrig als Buchstaben zählen. Wie ihr hier seht, das sind alle Statistiken. Ganz links seht ihr Deutsch. Im Deutschen ist das E der häufigste Buchstabe, gefolgt von N, I, S, R. Steht zufälligerweise auch auf meinem T-Shirt. Alles, wer es nachher nochmal genauer angucken will. Und jetzt kann man natürlich auch im Wollnich-Manuskript die Buchstaben zählen und gucken, was passt am besten, welche Sprache. Und siehe da, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Englischen ist nicht zu verleugnen. Bisher hat es aber noch niemand geschafft, irgendwas Englisches aus dem Wollnich-Manuskript herauszulesen. Tja, von daher kann man jetzt mal was anderes machen. Man kann die Worthäufigkeiten zählen und dann gucken, welche Sprache hat damit eine gewisse Ähnlichkeit. Wenn man jetzt die Worthäufigkeiten zählt, dann stellt man eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Deutschen sogar fest. Es hat bisher aber auch noch niemand geschafft, da irgendwas Deutsches rauszulesen. Von daher, letztendlich, nach 3 Jahren des Überlegens muss ich sagen, die Idee, dass da eine unbekannte Schrift, aber ein bekannter Text dahinter steckt, die leuchtet mir so langsam nicht mehr ein. Das mit der Verschlüsselung, ist das Ganze vielleicht verschlüsselt? Ja, aber die Statistiken, die sehen aus wie bei Sprache. Diese Sprachstatistiken werden normalerweise von einem Verschlüsselungsverfahren total kaputt gemacht und das ist hier nicht so. Das heißt, die Verschlüsselung leuchtet mir auch nicht mehr ein. Und von daher kann ich nur sagen, nach 3 Jahren der Beschäftigung, und ist natürlich jetzt ein bisschen zusammengefasst, muss ich einfach sagen, am wahrscheinlichsten ist für mich die Theorie, dass das Wollnich-Manuskript völlig ohne Sinn ist. Tja, so ist es leider. Das heißt, wahrscheinlich ist der Inhalt des Wollnich-Manuskripts völlig sinnlos. Ich gehe davon aus, das ist so etwas Ähnliches wie die Hitler-Tagebücher. Das heißt, vor 500 Jahren hat sich da irgendein Fälscher hingesetzt, hat ein Manuskript geschrieben, hat so getan, als ob das wahnsinnig geheimnisvoll wäre. Das hat er dann für viel Geld an irgendeinen reichen Schnösel verkauft und das ist das ganze Geheimnis hinter dem Wollnich-Manuskript. Leider. Und wenn ich das sage auf einer Party, Inhalt ist vermutlich völlig sinnlos. Was meint ihr, was die Leute sagen? Schade, schade, schade. Ich hätte jetzt heute Abend auch lieber die Lösung des Wollnich-Manuskripts präsentiert, aber ich befürchte halt, dass es die nicht gibt und von daher
so einen mittelalterlichen Kriminalfall aufgedeckt und gelöst zu haben, ist ja auch nicht schlecht, finde ich. Und von daher ist am Ende, stellen die Leute eigentlich nur noch eine Frage, und zwar, kann man wirklich ein Buch schreiben, das keinen richtigen Inhalt hat? Da sage ich dann immer, ja, Dieter Bohlen hat es eindeutig bewiesen. Dankeschön. Einstein hinten, deine, wie soll ich sagen, Fälschung? Von der Nachbrüdung, das ist keine Fälschung. Das Original ist ja eigentlich schon eine Fälschung. Das ist ja aber schon mit diesen Ausklappseiten und mit dem Kaffee. Wie lange hast du dazu gebraucht, um das zu machen? Also ich habe die Stunden jetzt nicht gerechnet, aber vielleicht 20 Stunden insgesamt, weil war schon eine Fieselarbeit. Aber braucht man das als Anhalt, um da 3 Jahre lang an dem Thema rumzuknobeln? Ja, es ist halt schon was anderes. Ich meine, man kann sich die Bilder angucken, aber das Ding mal in der Hand zu haben und drin rumzublättern, so wie im Echten, ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Wenn man das verstehen will, ist das schon von Vorteil. Und wenn ich das richtig verstanden habe, du hast das quasi 3 Jahre lang als dein Beruf gemacht, dieses Manuskript zu analysieren, oder als Hobby? Nur als Hobby. Nur als Hobby? Ja, also eben, das zahlt leider keiner. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber gibt es dann von dir da so, wie soll ich sagen, eine wissenschaftliche Arbeit drüber, über deine Ergebnisse? Bücher. Ich habe das ein oder andere Buch, nicht direkt über das Wollnich-Manuskript, aber über die Geschichte der Verschlüsselung. Und da habe ich meine Theorien natürlich dann in epischer Breite geschrieben. Was machst du dann in deinem normalen Beruf als Informatiker? Da habe ich auch mit Verschlüsselung zu tun. Allerdings, da geht es eher um computerbasierte Verschlüsselung, also Verschlüsselungsprogramme, Verschlüsselungshardware. Könnte man da was probieren, über irgendwelche Brute-Force-Methoden da noch irgendwas rauszukriegen, wenn also man das im Rechner einhackt? Man kann natürlich, und das tut man auch mit dem Computer, das Wollnich-Manuskript untersuchen, den ganzen Text gibt es alles digital, hat aber bisher nichts gebracht. Und ich befürchte, es wird auch nie was bringen. Man kann halt Unsinn oder Sinnlosigkeit schlecht nachweisen. Das ist das. Ja, also sprich die Quintessenz, auch im Mittelalter haben die Leute schon heftig viel Unsinn gemacht. Kann man so sagen. Und da jetzt auch die Frage zu dem Wollnich-Manuskript, die wir an euch stellen. Wer kennt sich denn so mit Literaturgeschichte und so weiter aus? Wer möchte die Frage beantworten? Wo sind die Bücher hatten? Komm. Vielleicht auch jemand ganz oben? Ja, dann laufe ich am liebsten hin. Hallo! Ihr könnt alle nicht lesen. Ansonsten suche ich mir gleich jemanden aus. Ha, da. Einmal aufstehen bitte. Und den Namen nennen. Sigrid, die Frage an dich. In welchem Jahrhundert wurde dieses Wollnich-Manuskript geschrieben? 10. Jahrhundert. Korrekt. Wunderbar. Ja. Sigrid, herzlichen Glückwunsch. Ja, und nochmal Applaus für Klaus Schmee und seinen Wollnich.